SWR3. How to Dirndl. Servus, ich bin die Eva. Und ich mache euch und die Nicola heute fit für Wiesen und Vasen. Dirndl haben wir, Schürze haben wir, Haare haben wir. Jetzt fehlt noch das richtige Make-up. Wie heftig darf das sein? So heftig, wie du natürlich möchtest. Aber ich würde mich eher auf das Nötigste beschränken. Ich würde entweder die Augen betonen oder die Lippen betonen. Je nachdem, wie du möchtest, was du mehr hervorheben möchtest. Auf jeden Fall die Wangen. Sollten schön rosig sein, dass du frisch aussiehst. Wie wenn du gerade auf einem Strohballen sitzt. Beispiel. Ja, passt ja. Genau, zu deinem Dirndl wird natürlich aufpassen, dass du vielleicht einen roten Lippenstift nimmst. Aber nein, nee. Das wäre mir heute so aufdringlich. Genau. Aber es wird natürlich auch geschummelt auf Wiesen und Vasen, gerade wenn es ums Dekolleté geht. Ein bisschen zuschnüren, das hilft natürlich immer, aber es gibt noch andere Tricks. Genau, zuschnüren auf jeden Fall mit dem Dirndl-BH. Den kriegst du so ab 30, 40 Euro. Der schnürt nochmal richtig alles zusammen, sitzt dann perfekt. Oder du kannst dir dein Dekolleté auch schön schminken. Mit etwas dunklem Puder. Da male ich mir ein Gräbele. Genau, kannst du gleich mal zwei Köpfchengrößen nach oben zaubern. Ja, aber jetzt müsstest du, liebe Eva, vielleicht deine Schleife dann auch an der richtigen Seite positionieren, nämlich links, was signalisiert, ich bin Single. Noch zu haben. Genau. Mehr auf swr3.de.